und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich weiß, man erkennt mich nicht wieder. Meine Haare sehen gerade so aus. Ich bin komplett auf Urlaubsmodus. Hab ja auch gesagt, im Urlaub kommen keine Videos online, liebe Freunde. Aber die Ereignisse überschlagen sich. Ich krieg täglich Minimum 35.000 Nachrichten, dass ich doch ein Video zu Bibi und Julian machen soll. Und liebe Freunde, ich habe wirklich alles, was ich gefunden habe, zusammengekratzt. Also es kann ein sehr interessantes Video sein. Und ich würde sagen, herzlich willkommen zu den Insta-News. Insta-News. Mir geht's gut, liebe Freunde hier. Frühstück super, Essen super, es macht Spaß. Ich genieße die Zeit, habe aber gerade auch irgendwie voll Bock, ein Video zu drehen. Ich habe es wirklich vermisst. Es ist für mich wirklich eine Herausforderung, nicht zu arbeiten. Ich habe wirklich gesagt, 2 Wochen werde ich keine Videos drehen. Es ist schwierig. Und ich glaube, ich tue dem Algorithmus auch ganz gut, wenn ich jetzt mal zwischenrein ein Video hochlade. Dann brauchen wir da auch nicht drüber diskutieren, liebe Freunde. Das ist natürlich wieder ein Video, was gut ankommen wird, weil das ein Thema ist, was auch viele Leute interessiert. Gut ankommen, bessere Ads. Einnahmen, eher kann ich mir irgendwann mal ein Träumchen leisten. Okay, ich würde sagen, wir schnacken und fackeln nicht lange um den heißen Brei. Wir gehen rein ins Video. Insta-News. Es gab von Anfang an viele Spekulationen, liebe Freunde. Spekulationskekse, ja, wirklich sehr, sehr viele. Und es ist nicht mal Weihnachten, ob die beiden getrennt sind oder nicht. Es kam sehr lange nichts von beiden. Und dann kam eine Story von Julian. Hey, ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin, hier gewohnt weiter zu posten. Wenn ich mich danach fühle, melde ich mich bei euch. Man hört und sieht sich. Danke für euer Verständnis. Gleichzeitig kam von Bibi am gleichen Tag. I'm back. Ich habe mir spontan eine Auszeit gegönnt und sie hat mir so gut getan. Jetzt bin ich wieder am Start. Freue mich auf euch, ihr Lieben. Klingt schon sehr... Halt die Fresse, was für Auszeit, Mann! Die tut halt so, als wie ich so mäßig, sagt die so, ich war wie Cedric 2 Wochen im Urlaub und habe einfach nicht gearbeitet. Ist aber, glaube ich, schwierig, weil es sehr offensichtlich ist, dass da was im Busch ist. Also, ob es eine Auszeit war oder vielleicht einfach ein dicker Beef, wir wissen es nicht. Dann hat sie diese Story gepostet und die finde ich sehr, sehr interessant, liebe Freunde. Verbringe den Nachmittag heute bei meinen Eltern und Leo hat sich Waffeln gewünscht. Warum sollte Bibi alleine bei ihren Eltern sein? Das ist so ein Ding, wenn man sich trennt, dann geht das Mädel oft so entweder zur besten Freundin oder zur Mutter. So, wisst ihr, wie ich meine? Ist ganz oft so ein Ding. Deshalb schwierig, schwierig. Und dann kam die alles entscheidende Story von Julian, liebe Freunde, indem er mit eigenen Worten ausspricht, dass sie nicht mehr zusammen sind. Aber das ist noch nicht alles, denn da kommt noch einiges mehr. So, Leute, ich melde mich zurück und würde sehr gerne den Spekulationen ein Ende setzen. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ja, es stimmt, Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt und... Ohne viel zu sagen in dem Statement bis jetzt, hat er trotzdem durch die Blume gesagt, ich bin unschuldig. Ich war es nicht. Sie hat sich getrennt. Liebe Freunde, es ist immer wieder das Gleiche. Ne? Wenn man öffentliche Trennungen sieht, dann wird immer wieder was durch die Blume gesagt. Es wird immer wieder im Nachhinein geschossen. Es ist krass. Ich bin gespannt. Ja, viel mehr kann ich und will ich gerade zum aktuellen Zeitpunkt darüber gar nicht sagen. Die Kinder stehen auf Stelle Nummer 1, auf Priorität 1. Das ist keine Frage. Wir müssen einfach schauen, wie das jetzt weitergeht. Und ich wollte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure lieben, aufbauenden Worte. Ja, das ist sehr schön, dass so viele Menschen einem so liebe Nachrichten schreiben. Und hat mich sehr gefreut. Ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht, wann ich poste, was mache. Aber ich denke, das versteht ihr, dass ich da jetzt gerade nicht so den Kopf für habe. Alles klar, vielleicht bis ganz bald. Ich finde, er wirkt so anders. Also komplett anders. Er wirkt wie ein anderer Mensch. Wenn ihr den Julian aus den Videos kennt und so, er wirkt wie ausgewechselt. So als wüsste er nicht mehr richtig, wie man mit einer Kamera spricht. So ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Und den Satz finde ich auch ein bisschen interessant. Vielleicht bis ganz bald. Und dann kommt runter, vielleicht merke ich auch, dass es mir gut tut und ich mich ganz bald schon wieder melde. Das ist so ein Satz, den würde ich persönlich nach einer Trennung hinschreiben, wenn ich weiß, okay, ich werde in ein paar Tagen wieder drüber hinweg sein. Deshalb tease ich jetzt schon mal an. Hey, falls es mir wieder gut gehen sollte, bin ich wieder da. Wundert euch dann nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. So, das sagt mein Detektivauge dazu. Aber long story short, liebe Freunde. So, dann wurden von Zuschauern vor allem auch sehr viele verschiedene
Punkte gefunden und auch so ein bisschen aufgedeckt. Wir gucken jetzt als allererstes mal in den Podcast rein. Also soll ich euch wirklich mal was erzählen? Seit der ersten Sekunde, wo ich mit Julian zusammen bin, habe ich noch kein Mal darüber nachgedacht, dass wir uns jemals trennen könnten. Echt? Ja, gut, man, als Teenie denkt man ja sowieso nicht drüber nach und denkt sich, boah, das ist jetzt die Liebe fürs Leben. Ja, das war's ja auch. Es sind halt nur zwei, drei Sätze, die da gesprochen werden, aber die Interaktion untereinander ist schon komisch. Julian sagt dann so, echt? Und dann geht er gar nicht mehr weiter drauf ein, geht schon auf was anderes drauf ein. Liebe Freunde, ich verstehe komplett, wenn viel spekuliert wird. Ich verstehe es komplett, weil der Knüller kommt jetzt erst noch. Der Knüller kommt, denn es ist von beiden Seiten, von Seite Bibi und von Seite Julian, sind Bilder und Videos aufgetaucht, die das Ganze sehr komisch machen. Sehr, sehr komisch. Fangen wir an mit der lieben Bibi. Wir gucken dazu ein kleines TikTok an. I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tinny. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bible in a dash and the stick is with it. And I hit the 4-5 on the wet side. But I'm from the east side, this how we slide. This how we ride, yeah, yeah, this how we ride. Going pro, no lead, no lead. Make it easy like 1, 2, 3. Go, 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 go. On 3, 2, 1. I fly out till you can't see me. Swish, yeah. Falling from the first whistle, we go all in. All in. And one. Also, in dem TikTok sieht man ja direkt das erste Bild, neues Entdecken mit dem 9-Euro-Ticket. Achso, nee, das ist nicht das Originalbild, liebe Freunde. Das ist so, ich habe diesen Meme gesehen und ich bin nicht klargekommen, weil da ist so, das ist halt so relativ offensichtlich. Es wird sich noch drüber gestritten, ob es wirklich Bibi ist oder nicht, weil es sieht nicht ganz danach aus. Aber der männliche Part von dem Bild, der sieht tatsächlich aus wie dieser Timothy, um den es gerade in dem TikTok ging. Also es sind relativ wahrscheinlich Bibi und ein anderer Typ. Ich würde jetzt nicht sagen der Neue oder wie auch immer. Wann dieses Bild entstanden ist, kann man übrigens auch nicht wissen. Ne? Das finde ich sehr, sehr schwierig zu sagen. Die beiden sind mehrere Jahre zusammen. Das Ganze hätte vor 3 Jahren mal sein können. Keiner hat es mitbekommen, gab es mal eine kleine Krise und dann waren sie wieder zusammen. Also ich finde es sehr, sehr schwierig da zu urteilen. Finde ich wirklich sehr schwierig. Auf jeden Fall ist dieses Bild aufgetaucht und man kann vieles Neues entdecken mit dem 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn. So viel haben wir schon gecheckt. Und laut diesem TikTok haben sie halt die gleichen Ketten an, ähnliche Ketten, wie auch immer. Was mir aufgefallen ist, ist auf dem TikTok war das Profil von diesem Timothy Jordan war noch auf öffentlich. Jetzt, liebe Freunde, ist das ganze Profil auf privat. Follower ist Bibis Beauty Palace. Außerdem ist noch ein Bild aufgetaucht, wo die beiden, also auch Timothy und Bibi, könnte eigentlich relativ gut hinhauen. Also sieht wieder aus wie beide. Bibi relativ klein, die gleiche Statur wie von ihr, gleiches Gesicht, mit einem Regenschirm fotografiert wurden. Und das ganze Bild ist in London entstanden. Soweit der Leute, die das Ganze schon rausgefunden haben. Also ich lehne mich jetzt hier tatsächlich wieder sehr weit übers Meer, liebe Freunde. Das Bild soll in London entstanden sein, also man könnte vielleicht daraus schließen, eine Kombination. Hey, das Bild am ICE, vor dem ICE, war auf dem Weg zum Flughafen zu ihrem gemeinsamen Wochenende in London. Keine Ahnung. Kann sein, muss aber nicht sein. Also da auch wieder sehr schwierig, so viel zu spekulieren. Auf jeden Fall kam nochmal ein Statement von Bibi, nachdem sie natürlich wahrscheinlich mehrere Milliarden Nachrichten bekommen hat. Mit Screenshots von ihr, mit Bildern, Nachrichten und so weiter und so weiter und so fort, hat sie dieses Statement gepostet. Hallo ihr Lieben, ihr habt es ja schon in Julians Story gehört. Ja, wir beide sind nicht mehr zusammen. Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an erster Stelle bei uns. Ich weiß, dass euch viele Fragen beschäftigen. Ich möchte euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht. Eure Bibi. Man kann das unterstreichen. Jeder Mensch braucht seine Privatsphäre. Aber warum schreibt man das so in dieses Statement, liebe Freunde? Warum schreibt man das gerade so in dieses Statement? Ich möchte euch nochmal daran erinnern. Nee, ich möchte euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht. Klar kann sie auf die Beziehung eingehen, aber vielleicht geht es auch um Dinge drumherum, liebe Freunde. Man weiß es nicht. Wollt ihr jetzt den Oberknaller sehen? Ich höre auch nichts. Wollt ihr den Oberknaller sehen? Okay, ihr wollt. Es gibt ein ganz altes Video, das entdeckt wurde. Und guckt mal, was da gesagt wird.
Ja, in dem Prank sagt er sozusagen, Mama, es gibt Neuigkeiten, Bianca ist doch mit Tim zusammen. Jetzt müsst ihr mal so überlegen, liebe Freunde, ihr macht einen Prank an einen Familienangehörigen. Wenn der Prank nicht gestellt ist, dann müsst ihr ja für so einen Prank wirklich eine Person nehmen, die in Frage kommt. Mäßig, sie ist doch mit der und der Person zusammen. Also ihr müsst jemanden nehmen, den eure Eltern aus Erzählungen kennen. Entweder den Ex-Freund von Bibi oder eine Affäre von Bibi oder einen alten, guten Freund von Bibi. Ihr müsst ja jemanden nehmen, den eure Eltern von Erzählungen kennen. Wisst ihr, wie ich meine? Also kommt ihr alle mit? Es ist eigentlich relativ logisch. Und er nennt da den Namen Tim. Und ob der Timothy wahrscheinlich öfter mal Tim genannt wird, das ist auch eigentlich fast selbsterklärend, oder? Weil Timothy ist ein sehr langer Name. Ich glaube, viele benutzen dann entweder die Abkürzung Timo oder Tim. Wisst ihr, wie ich meine? Gucken wir es uns nochmal an. He knows. He knows. Ja, weiß es oder weiß es nicht, aber was auch aufgetaucht ist, liebe Freunde, und ich finde es sehr krass, wie viel gerade zu dem Thema auftaucht, weil ich persönlich sagen muss, mir ist vorher immer aufgefallen, wie gut Bibi und Julian es schaffen, sich aus diesem Ding rauszuziehen. Also, dass sie sich wirklich aus diesem alle reden über uns rausziehen schaffen. Die machen einfach ihr Ding, 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 Ding und es funktioniert. Aber es gibt kein Gossip über die, die werden nirgendwo gesichtet, es gibt also nichts. Und jetzt, Bibi geht in Urlaub und umarmt sich mit einem Typen. Bibi steht an der Deutschen Bahn und küsst sich mit einem Typen. So, hä? Du. Jeder zweite Mensch in Deutschland kennt dich. Dann leck doch nicht an der Zughaltestelle mit jemand anderem rum, obwohl noch alle denken, du bist noch in einer Beziehung. Ist doch logisch, dass die Leute ausrasten und vor allem auch komplett übertreiben. Also man muss auch dazu sagen, ich möchte gerade denen ihre, wie soll ich sagen, DMs, Nachrichten und Kommentare gar nicht lesen. Weil ich glaube, gerade super viele Leute setzen sich auf eine Seite fest, wo wir jetzt auch drauf eingehen, denn von Julian sind auch Videos aufgetaucht. Ja, nochmal hier ein bisschen zurückspulen, liebe Freunde. Seht ihr, seine Hand berührt den Po der Dame. Und das Ganze ist tatsächlich sogar im Kölner Club. Aber tatsächlich könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein altes Video ist, um ehrlich zu sein. Also, an diesem Schild erkenne ich, dass es ein Club in Köln ist. Aber es könnte auch ein altes Video sein. Es könnte aber auch ein Video von nach der Trennung sein. Und nach der Trennung ist es ja rein theoretisch auch völlig in Ordnung zu tun, was man machen will und wonach man sich fühlt, weil man ist getrennt. Also es gibt ja, wisst ihr, wie ich meine, es gibt kein, ne? Auf jeden Fall sind gerade die Spekulationen so. Und Julian hat da noch in seiner Story drauf geantwortet. Da gehen wir jetzt gleich noch drauf ein. Aber liebe Freunde, ich sag euch ehrlich, es ist sehr, sehr schwierig, sich gerade irgendwo festzunagen. Und das sollte man auch nicht tun. Es sind gerade sehr viele Videos, Bilder und so weiter im Umkreis und im Umlauf, aber es ist unter aller Sau, jetzt zu Julian zu gehen, jetzt zu Bibi zu gehen und denen Nachrichten zu schreiben und zu sagen, ey, sag mal was dazu, du bist fremdgegangen, du Fremdgeher und so weiter und so fort, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie gerade solche Nachrichten bekommen, weil einfach auch sehr viele enttäuscht sind, dass so eine Beziehung vorbeigeht, weil wirklich jeder diese Beziehung mitbekommen hat. Ich glaube, jeder von uns hat es irgendwo mitbekommen. Selbst wenn man sie nicht verfolgt hat, waren sie einem entweder sympathisch oder unsympathisch. Aber man weiß auf jeden Fall, dass es die beiden gibt. Zumindest in unserer Generation. Ja, wie schon erwähnt, Julian ist in seiner Story noch darauf eingegangen. Viele sagen, dass es ein Experiment ist und dass du das auch Fans erzählst. Stimmt das? Nein, so etwas würde ich niemals machen. Damit macht man keinen Spaß. Die Nachrichten, die ich angeblich versendet habe, sind auch alle fake. Also, liebe Freunde, müsst ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Es werden schon so weit Gerüchte erzählt, dass andere Zuschauer zu Zuschauern gehen und sagen, hey, Julian hat mir geschrieben, das sei alles nur ein Experiment. Die Zuschauer gehen weiter und sagen, ey, Julian hatte dem Zuschauer geschrieben, wisst ihr, wie ich meine? Also, es ist, ja, Gerüchte entstehen relativ schnell. Und das nicht nur auf Social Media, das seht ihr auch anhand von Beispielen bei euch in der Schule oder auf der Arbeit oder was weiß ich wo. Gerüchte entstehen super schnell. Sind die Bilder von dir mit der unbekannten Frau im Club vor oder nach der Trennung? Natürlich danach. Jeder geht anders mit bestimmten Situationen um. Ich finde es ganz witzig oder interessant zu sehen, dass Julian bei diesen Stories immer die Antwort gibt und dann drunter nochmal so ein kleiner Satz schreibt, so ein, yo,
aber wenn es mir wieder besser damit geht, dann komme ich, dann bin ich wieder zurück. Oder jeder geht anders mit gewissen Situationen um. Das ist so richtig so, damit man Interpretationsspielraum hat. Das ist ja auch wieder so ein bisschen so ein Satz so mäßig. Ja, die ist mir halt fremdgegangen, alles ist schief gelaufen, ich war voll am Arsch. Und dann habe ich mich halt einfach abgelenkt. So mäßig interpretiere ich das gerade. Aber ja, man kann es halt gerade wirklich Real Talk nicht wissen. Haben beide Fehler gebaut, hatten beide keine Lust mehr auf die Beziehung. Ist vielleicht sogar Julian fremdgegangen, ist sie fremd. Man kann es nicht wissen, liebe Freunde. Deshalb finde ich es sehr, 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 sehr schwierig zu spekulieren. Und bitte euch auch darum, zieht eure Meinung ein bisschen zurück. Haltet euch selbst ein bisschen ruhig. Ich weiß, es interessiert super viele. Ich weiß, es ist ein sehr riskantes Thema. Ich merke es ja anhand der Nachrichten, die ich schon bekomme. So, yo, Sero, mach Insta-News, mach Insta-News, mach Insta-News. Du fehlst, das ist ein wichtiges Thema und so. Ich merke schon, wie ihr ausrastet. Bitte tut das nicht bei den beiden in den DMs. Das wäre schon mal ein guter Schritt nach vorne. Ich glaube, die beiden haben genug Kopfschmerzen gerade. Ich glaube, die beiden haben es beide nicht leicht mit der Trennung. Auch wenn vielleicht von einem oder dem anderen ein Stein vom Herzen fällt. Liebe Freunde, habt ein bisschen Respekt davor und haltet eure Meinung ein bisschen zurück. Ihr könnt gerne hier unten in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt und so weiter und so fort. Aber nicht so sticheln bei den beiden, das wäre ganz wichtig. Liebe Freunde, auf eure Meinung bin ich natürlich aber auch gespannt. Was denkt ihr, was glaubt ihr, wie denkt ihr, sollte man reagieren? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am 1. Juni, liebe Freunde. Merkt euch den 1. Juni, da bin ich wieder offiziell zurück. Falls kein Video zwischengeschoben wird, bin ich wieder am 1. Juni offiziell zurück mit einem sehr, 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 sehr geilen Video, mit einer Riesenankündigung, mit einem riesengroßen Projekt, das ich endlich mit euch teilen kann. Da freue ich mich extrem drauf. Und Mitte Juni, liebe Freunde, um genau zu sein, am 17. Juni um 18 Uhr kommt ein neuer Merch-Drop online. Der Guten Morgen-Merch wird gedroppt. Das könnt ihr euch auch schon mal in den Kalender eintragen, euch den Wecker stellen, 17. Juni, 18 Uhr, damit ihr es nicht verpasst. Es ist ein limitierter Drop, nur 3 Tage verfügbar und dann gibt es diesen Drop nicht mehr. Und ich würde sagen, danke fürs Einschalten, liebe Freunde. Ich genieße noch weiterhin meinen Urlaub und auf Instagram könnt ihr ein bisschen nachverfolgen. Danke fürs Einschalten, ich küsse eure Herzen. Ich wollte gerade sagen, bis morgen. Bis zum 1. Juni, liebe Freunde. Ich freue mich. Ciao. Shawty, don't play that game. Shawty, don't play that game. I won't keep you safe. Time that I relocate. I don't play that game. Shawty, don't play that game. I know my place. Shawty, I know my. Got a lot to do. I got a lot to do. I got a lot to do. Got a lot to do.